Lieben, oh, wie sehe ich aus? Wir haben schon ein bisschen später. Ich glaube, wir haben 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr. Und ich wollte jetzt kochen. Und zwar gibt es bei uns heute Bohneneintopf mit Reis. Jetzt muss ich nur noch die Bohnen finden. Ich muss noch eine Einkaufsliste schreiben. Und wir müssen noch einkaufen. Nein, Maus! Wir müssen noch einkaufen gehen mit Audit. Aber alles nacheinander. Ja. Hast du bitte mein Handy? Übrigens, Leute, mein Lied ist auf iTunes zu kaufen. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, könnt ihr das machen. Kostet 99 Cent. Und ja, dann könnt ihr das Lied auf eurem Handy hören. Auf Spotify könnt ihr das hören. Auf Deezer gibt es das auch. Genau. Ja, ich werde jetzt, wie gesagt, kochen. Aber vorher muss ich noch alles vorbereiten und dann nehme ich euch mit, wie immer. So, ich zeige euch mal kurz, was wir alles benötigen. Ich habe hier 2 Peperoni aus dem türkischen Laden, 1 Zwiebel, Pfeffer, Salz, Zucker, dann weiße Bohnen, Tomatenmark und Minze. Die ist auch schon fast leer, ich brauche neue Minze. Juwelkerzenbestellung angekommen. Ich habe nämlich 2 Juwelkerzen bestellen dürfen. Ich habe einmal, also beide von Daniela Katzenberger. Und zwar einmal hier Vanilla Dreams und einmal, Moment, das muss ich holen, das Brett drinnen. Was ist denn? Und einmal Mandarine Candy. Leute, die riechen so gut. Das riecht total so fruchtig. Normal, ne? Mandarine. Und das hier riecht total vanillelastig und ich zeige euch mal, was bei beiden rausgekommen ist. Bei Mandarine ist dieser Ring rausgekommen, den werde ich auch an euch verlosen, wenn es soweit ist. Ich habe euch ja gesagt, dass ich an Weihnachten mehrere Verlosungen mache und dieser Ring gehört auch dazu. Ihr kennt den jetzt gar nicht, Moment. Hier, Kleine, warte. Der Wert von diesem... Mensch. So, und zwar ist das dieser Ring hier. Das ist so ein Unendlichzeichen. Und der Wert von dem Ring beträgt 25 Euro. Und dann einmal dieser Ring, den habe ich schon abgemacht. Der Wert beträgt 50 Euro. Total schön. Und den bekommt meine Mama. Sie fand den total schön. Dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich dir den. Die riechen super, super gut. Ich verlinke euch die Seite unten. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Daniela Katzenberger Kerzen noch gibt, aber die haben einen Wert von 25 bis 1000 Euro, waren das, glaube ich. Genau. Also die Ringe sind sehr, sehr schön. Also das kommt auf jeden Fall in ein Verlosungspaket. Und das hier. Huh! Oder vielleicht verlose ich das auch nur so, also alleine. Und das hier kommt bei Mama. Das bekommt meine Mama. So. Genau.
Nadina, wir essen jetzt gleich auch. Übrigens waren da auch Karten drin, das kann ich euch auch mal zeigen. Einmal, ich bin nicht selbstverliebt, ich sehe mich nur einfach gern. Einmal das hier. Und einmal, all you need is love and a cat. Okay. Genau, und ja, ich bereite jetzt Essen für Lina vor. Also ich tue das jetzt in den Teller, damit sie essen kann. Und dann melden wir uns gleich wieder. Nein, nein. Genau. Schaut das aus. Vielleicht schmeckt sehr, sehr gut. Ist sehr kalorienreich. Ich habe das ehrlich gesagt jetzt nur gemacht zum Testen, ob ich das kann. Ich kann es sehr gut. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, da kann man auch fast nichts falsch machen. Aber ihr müsst die genauen Mengenangaben benutzen. Die Mengenangaben stehen unten drin. Und ja, schmeckt sehr, sehr gut. Ich wollte das für Linas Geburtstag mal ausprobieren, ob ich das hinbekomme. Und es schmeckt sehr gut. Also ich habe es hinbekommen und das wird es auch an Ninas Geburtstag geben. Ich teste mich da so ran, ich will neue Sachen ausprobieren und das schmeckt definitiv gut mit wenigen Zutaten, die man sowieso immer, immer zu Hause hat. So ihr Lieben, es ist schon der zweite Tag und ich mache jetzt das Essen, was ich gestern gekocht habe, also was ihr jetzt gesehen habt. Genau, Lina hat gerade gebadet, also geduscht. Und jetzt mach ich das Essen warm, weil Audrey kommt jetzt vom Fußball. Dann kann er auch sofort essen. Ich muss hier mal ein bisschen Wasser reintun.
Genau, und eigentlich wollte ich mit Lina rausgehen, aber wird doch nichts. Es ist so arschkalt draußen. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr so. Ja? Wie viel Grad haben wir heute eigentlich? Ich schaue mal kurz. Also es ist schon sehr kalt und ihr hört Lina. Ich will nicht, dass Lina dann in der Kälte noch rausgeht. Sie hat auch gerade über uns geduscht. Ja, wir machen Essen warm, ne? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja. Du bist jetzt warm und kannst essen. Übrigens, diese Schäkerpalle habe ich probiert. Schmecken sehr, sehr gut. Oder das ist auch sehr gut gefallen. Aber es ist so viel. Ich muss mal schauen, was ich damit mache. Ansonsten gebe ich das den Nachbarn. Weil das ist echt viel, 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 viel zu viel. Ja, Linas Geburtstag steht ja auch bald an. Ich schaue momentan im Internet nach Dekozeug. Ich wollte eigentlich Marsha und den Bären nehmen als Thema. Ihr wisst, Lina liebt Marsha und den Bären. Aber es gibt halt nicht so viel Deko von denen. Deswegen, ich schaue mal im Internet. Ansonsten Prinzessin Elsa. Aber ehrlich gesagt tendiere ich mehr zu Marsha und den Bären, weil ich weiß, wenn Lina sieht, überall hängt Marsha und der Bär, wird sie sich total freuen. Und jetzt eure Hilfe. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Was würdet ihr denn kochen? Ich wollte jetzt Börek Porridge und so machen. Und dann Salat, Nudelsalat, Couscous-Salat. Mal schauen. Ja, das machen wir jetzt hier warm. Das reicht, glaube ich, perfekt für uns alle, ne, Lina? Übrigens schmeckt der Bohneneintopf super, super lecker. Und hier, ich mache das mal Pi mal Daumen. Also, ihr seht das ja im Video, was alles reinkommt. Und dann könnt ihr das abmessen. Sollen wir den Tisch decken? Am besten 2 Minuten da. Ja? Wie warm, hörst du das? Das knistert schon. So, ihr Lieben, ich merke es dann, wenn wir gegessen haben. Ich muss jetzt den Tisch decken. Ja, also bis gleich. Vielleicht machst du mal aus, Nina. So, ihr Lieben, es geht weiter mit dem Haushalt. Heute muss ich bügeln. Und nach dem Bügeln muss ich Mopp machen. In der Küche. Oh, sorry, Leute. Für die Qualität gerade im Moment. Ich habe den Bügeleisen gerade in meiner Hand. Genau, ich muss jetzt bügeln auf jeden Fall und dann muss ich hier den Boden wischen in der Küche, weil irgendwie klebt der Boden total. Und ich habe so viel zu bügeln. Schaut mal da. Beide Wäschehälften sind voll. Und dann habe ich noch einen Korb voll im Schlafzimmer. Das geht so schnell, das ist nicht normal. Aber so wie ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich das nicht mag, wenn man ungebügelte Klamotten anhat, weil sowas sieht man sofort. Vor allem, wenn man selber die Sachen immer bügelt. Oh, ich kann nicht mehr. Ich voll außer Puste. Ja, mit dem Abnehmen, also mit dem gesunden Ernähren geht es weiter. Ich trinke keinen Saft mehr, also nichts mehr, nur noch Mineralwasser. Wir haben gestern die Packung geholt, oder war das vorgestern? Also 0,5 Flaschen, jetzt haben wir nur noch zwei da. Und ja, also es läuft eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt momentan zufrieden, weil ich auch kein. Klar, ich habe jetzt zwei von diesen Dingern gegessen, die ich gebacken habe, aber ich muss ja probieren, wie die schmecken, ne? Okay, eins hätte auch gereicht oder ein Viertel, aber egal. Naja, auf jeden Fall schmecken die sehr, sehr gut. Aber damit ich nicht in Versuchung komme, habe ich das jetzt auch mitgegeben und der hat das den Jungs gebracht auf der Arbeit. Ja, ich stehe ja voll drauf, ne? Wenn ich andere Leute fütter. Und die andere Hälfte wollte ich jetzt den Nachbarn geben. Aber da war keiner zu Hause. Ja. Oh, mein Arm fällt gleich ab. So, ich habe auch gerade gespült. Und ja. Jetzt muss ich bügeln. Ich muss jetzt erstmal hier den Bügeleisen anmachen, damit es warm wird. Und währenddessen muss ich die Kleiderbügel rausholen und die Wäsche hier hinbringen. Das Einzige, was ich hasse, wenn ich bügel, dass Lina die ganze Wäsche auf den Boden schmeißt. Aber halt ein Kind, ne? Ne Maus! Jetzt bügeln wir, ne?
Ja, ess mal das, was in deinem Mund ist. Jena isst gerade Kastanien. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich nehme mal ein bisschen auf. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you. Fertig, einmal das komplett und der Schwab ist auch komplett voll. Ja, und ich bin auch fertig. So, ich bin fertig mit dem Video, habe ich euch gerade schon gesagt. Ich mache mir jetzt eine Shisha und ich habe beschlossen, dass ich. Also, ich habe mich eben hingesetzt, habe ein paar Insta-Seiten gesehen und. Es gibt einfach Kinder, die brauchen Aufmerksamkeit. Moment. Also sprich, sie brauchen Zuneigung, was sie vielleicht von den Eltern nicht bekommen können, weil sie schlecht drauf sind, traurig sind. Also ich meine jetzt Kinder, die eine Krankheit haben, Krebs, eine Behinderung. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich will diesen Kindern einfach eine Freude machen. Ich habe jetzt in der Klinik in Köln angerufen, das Problem. Die sind nicht drangegangen, ist aber auch schon spät. Ich Idiot. Genau, ich will den Kindern gerne was spenden. Und wenn ihr damit machen wollt, könnt ihr mir gerne schreiben. Unten ist ja meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir einfach schreiben. Weil ich finde das sehr wichtig. Also ich will jetzt kein Geld spenden, klar, das könnte man auch. Aber ich will einfach dieses Lächeln in deren Augen sehen. Wisst ihr, das muss jetzt kein Weihnachtsgeschenk sein, nicht wegen Weihnachten, ehrlich nicht. Also das kam jetzt vom Herzen und das muss ich jetzt durchziehen. Ich hatte das dieses oder letztes Jahr schon mal geplant, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe damals. Aber momentan bin ich einfach in so einer Situation. Ich denke mir, wenn du das machst, wirst du selber glücklich und machst die Kinder glücklich. Es muss wirklich nicht viel sein. Es reicht, wenn das ein paar Stickeralben sind, Buntstifte, Malstifte, ein paar Spiele, so Mitbringspiele, wisst ihr, die für 5, 6 Euro. Das wird komplett reichen. Ja, ich würde dann gerne diese Kinder besuchen gehen. Ich glaube, in der Uniklinik darf man sowas machen. Ich habe auch Order gerade geschrieben und ich habe es in meinen Kopf gesetzt. Ich will das wirklich machen, also... ich will den Kindern einfach eine Freude machen und Gutes tun. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr mir unten schreiben. Unten ist ja meine E-Mail-Adresse. Genau. So. Ich habe jetzt meinen Kopf gemacht. Und muss jetzt ein paar Sachen noch schreiben und machen für Albert. Das mache ich aber auch jetzt sofort, bevor ich das vergesse, weil er hat mich gestern drum gebeten. Ich habe gesagt, gestern war es halt zu spät, deswegen mache ich das heute. Genau. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. Wir haben jetzt wie viel Uhr? 22 Uhr. Noch 2 Stunden Zeit. Ich schlafe ja um 12 Uhr, 1 Uhr. Ich mache mal das Licht aus. So. Den Boden habe ich nicht gewischt. Keine Lust gehabt, ehrlich gesagt. Und ja. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und auch so denkt wie ich. Einfach Kindern eine Freude machen und wir verlieren nichts. Diese 10, 20, 30 Euro tun mir nicht weh. Also ich will natürlich ein bisschen mehr spenden, nicht 10, 20 Euro.
Aber ich meine, auch wenn ihr was für 5 Euro schickt, das würde genügen. Ich werde das dann schön einpacken und den Kindern überreichen. Wenn ich darf, werde ich natürlich ein Video dazu drehen. Also die Kamera mitnehmen. So, ihr Lieben, mein Speicher ist voll da oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.